neue FIFA-Folge. Let's go. Jo, FIFA Folge 8. Ja. Es geht gegen Braunschweig und ich glaube, das werde ich direkt mal selbst spielen. Das Spiel, weil es so, glaube ich, das Interessanteste von den Spielen ist, die wir jetzt in der Folge zu machen haben. Team immer noch normal. Am Ende der Folge wird das Team vielleicht ein bisschen anders aussehen, eben weil der Transferphase ist. Und ja, würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel gegen Braunschweig. Nachdem das letzte Spiel, oder eins der letzten Spiele, also das letzte selbstgespielte Spiel auf jeden Fall und eins der letzten Spiele jetzt in der Saison, ja, das 8-1 gegen Dresden war, also die 8-1-Niederlage. Übrigens mal so Vergleich, und ich habe auf Ultimativ mit Reglern gegen den HSV gespielt und auf Ultimativ ohne Regler gegen Dresden. So als Vergleich, ne? Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier im Spiel gegen Braunschweig, den Tabellen-7. Können unsere Führung weiter aufbauen in der Tabelle, wenn wir das gewinnen. Was cool wäre. Und ja. Dann würde ich mal sagen, okay, der hat anscheinend auch schon ein paar Tore. Bei Markovic kam das letztens auch schon mal der Text. Bei Markovic in den letzten Spielen, wenn man nicht gespielt hat. Weil ich hier vergessen habe, statt Soleimani wieder reinzupacken. Aber auf jeden Fall. Markovic ist dabei. Auch so wie unsere restliche Stammelf. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal rein und sehen uns bei der ersten richtigen Aktion wieder. Markovic mal wieder, aber bei verloren. Nice. So, McLean. Okay, werfen halt dahin. Sollte eigentlich gerade zu Höwe. Okay, Bayro Martins direkt dazwischen. Martins auf Markovic und der Ball landet beim Tiefer. Leider. Wir sind übrigens, wie er gerade unbedingt steht, das kräftigste Team. Im Schnitt 2 Tore pro Spiel. Ist nice. Sag ich jetzt nichts gegen. Oh, nice. Bayro Martins schon wieder. So. Boah. Okay, Gordon. Ich hatte gerade Angst, weil ich ein Tier rausgeholt habe. Aber Gordon, der ist cool. Muss ich schon sagen. Der lässt sich auch in FIFA ganz geil spielen, weil der halt sau schnell ist für einen Rechtsverteidiger. So, aber können wir jetzt hier durch? Korte, der ist schnell. Einer unserer schnellsten Spieler im Kader. Rückraum, Riccardi. Und da wirft sich das Spiel mal so richtig rein. So, nächster Angriff. Und ich verraff's direkt wieder. Nächste Aktion. Oh, ich dachte, ich wäre im Abseits. Okay, 1-0. Markovic natürlich. Ich dachte, ich wäre im Abseits gestanden gerade bei dem Pass. Aber Riccardi mit einem absoluten Traumpass gerade. In die Tiefe. Markovic steppt mit links. Und da ist Fesic, wenn der immer noch im Tor bei Braunschweig steht, natürlich chancenlos. Wenn da so ein Markovic vom Tor steht. Hier war Markovic mit seinem 9. Saisontor. Nice. Und da sind wir jetzt mal durch mit Riccardi, McLennan und Markovic. Aber ich will jetzt direkt mit Riccardi probieren und der macht den auch. Der nach Ewigkeiten gefühlt. Erste richtig gute Angriff für uns. Und er ist natürlich auch direkt drin. Alessio Riccardi mit dem 2-0. Ist glaube mit seinem 5. Tor oder sogar mehr für Waldhof Mannheim. Der ist hier definitiv angekommen, der Junge. Und ich habe ja gesagt, der ist einfach nur geil, der Typ. Sein 5. Tor in der 3. Liga hat er noch 1 im DFB-Pokal. Auch wenn das nicht unbedingt so klar war. Also nicht unbedingt so wichtig war bei dem 8-1. Aber, oh, lol. Ich dachte gerade kurz, dass es jetzt so weitergeht. Aber dann schon mal weiter. Was, ob noch irgendwas in der Halbzeit hier passiert, nachdem das Spiel bisher recht blutleer war. Okay, ja. Oder ob wir uns erst in der nächsten Halbzeit wiedersehen. Und mal wieder. Nach, ich glaube, in den letzten 3 Spielen gab es einen. Wieder ein Elfmeter. Ey, mittlerweile ist echt lächerlich, ne? Aber wie die auch reingehen immer. Hier wird Korte einfach umgeflext. Und die darf natürlich wieder Riccardi schießen. Der hat das bisher sehr gut gemacht, hat bisher jeden getroffen. Und der ist wieder drin. Alessio Riccardi. 6. Tor in der 3. Liga. Hat damit jetzt auch mit McLennan gleichgezogen. Oder ist noch kurz vor McLennan. Und ganz sauber links unten. Perfekt. Ist tatsächlich noch was vor der Halbzeit passiert.
Dann sehen wir uns aber wahrscheinlich erst wieder nach der Halbzeit. Und der Anschlusstreffer für Braunschweig. Durch Broschütz müsste es gewesen sein. Auf rechts schlecht aufgepasst, das war nicht gut gemacht von mir. Und in der Mitte Segert und Lindsay. Oh, ist es Lindsay oder ist es Spyro Martins? Auf jeden Fall Segert und daneben, das ist Lindsay. Zu weit weg von Broschwitz und der kann dann recht mühelos einlochen gegen Schneller. Kommt Braunschweig nochmal ran oder können wir wieder ausweiten? Okay, wir werden erstmal direkt wegflext hier von Goden. Aber kann man hier noch erhöhen? Oder kommt Braunschweig ran? Auf jeden Fall Lindsay, Riccardi. Boah, was war das für ein Druckpass nach hinten? Krank. Ja, also Chance wieder vorbei und es geht weiter. Und 3-2. Kommt Braunschweig echt doch ran? Kam auch gerade recht unerwartet, aber plötzlich stehen die halt frei vom Tor und dann ist der Ball natürlich auch drin. Bernd Nerik wird das. Das könnte noch spannend werden, auch wenn wir nicht noch solche Sachen in den Sand setzen. Ja, Lindsay gegen. Ja, Bär ist halt jetzt auch nicht irgendwie der langsamste, ne? Aber ich glaube auch einer der schnellsten Spieler in der dritten Liga, wenn ich mich gerade nicht täusche. So, können wir den hier mitnehmen? Ah, ja, Riccardi bleibt hängen. Schade. Ich glaube, die kommen direkt wieder. Oh, nicht. Christiansen, Korte. Korte, Riccardi. Riccardi auf Markovic. Und Markovic ist ja schnell, wie wir wissen. Markovic ist schnell. Legt ihn in den Rücken der Verteidiger zu Korte. Und der muss nur mit dem schwachen Rechten abziehen. Aber Felix ist dran. So, Ecke wird getreten von Christiansen. Marco ist immer näher ans Tor ran. Der kann das nämlich. Also einmal näher ans Tor kann er natürlich ran. Und er kann natürlich auch eben die Kopfbälle. So, kommt er? Ne, kommt leider nicht. Bemerkt ihn dann an. Ich bin ja jetzt schon mega gespannt. Mal so ein bisschen off-topic gerade. Ich bin jetzt schon echt gespannt, was so in der Transferphase passieren wird. Einfach weil das. Dadurch, dass wir halt jetzt vielleicht noch Guaida verkauft bekommen. Wobei ich natürlich auch ein Angebot für Rafael Korte annehmen würde, so ist nicht. Aber eben, wir kriegen halt schon 1, wie viel war es? 1,4 Millionen und 1,6 Millionen für. Dinger, für Soleimani. Und da wir mit Coffee schon einen Backup-Stürmer haben. Ausgleich durch Broschwitz. Da wir mit Coffee ja schon einen Ersatzstürmer haben dann. Und theoretisch, wen hatten wir denn noch? Ah, ne, haben wir nicht. Ich dachte mir kurz, wir hätten noch irgendwie einen Flügelspieler, der zu einem Sturm spielen kann. Der können wir natürlich kommen, weil er einen finden, der das irgendwie beides kann. Jedenfalls jetzt muss ich mal wieder ein bisschen reinschwitzen hier. Lol, der Typ heißt Broschwitz und ich muss reinschwitzen, lol, XD. Jedenfalls, dass hier nicht noch irgendwie mehr passiert. Dass wir das Spiel wenigstens noch gewinnen oder so. Und da ist die Chance schon. Jovan Markovic natürlich wieder. Jovan Markovic macht's alleine an den Pfosten. Der war so gut geschossen gerade. Wobei, nicht gut geschossen, aber die Chance war halt geil. Kriegen wir vielleicht den Ball direkt durchs Presse wieder. McLennan. Riccardi ist recht frei da gerade. Kann den Ball direkt durchlegen zu Markovic. Markovic geht vorbei am Verteidiger. Legt ihn mal zurück zu Riccardi. Riccardi Dreierpack? Riccardi Dreierpack. 4-3. Waldhof Mannheim. Dieser Italiener ist nicht aufzuhalten. Haut den Ball damit links sowas von in den Winkel. Alessio Riccardi, 84. Minute mit dem 4-3. Und eben seinem Dreierpack. Und als Zehner, das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt das Typische, hätte ich jetzt gesagt. Passiert ja meistens eher so als Stürmer. Als 10er ist natürlich die zweithäufigste Position, wo es passiert. Aber. Ja, okay, Hattricks sind jetzt eh allgemein jetzt nichts für dich Gewöhnliches. Aber selbst Broschwitz trifft natürlich nochmal. Aber es war nicht Broschwitz, es war ja Bär. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, Marcel Bär, 87. Boah. Kommt man da jetzt noch irgendwie. Kriegt man da jetzt vielleicht irgendwie noch ein Tor reinfallen, weil ich bisher noch nicht gewechselt habe, was mir alles auffällt. Es sind halt alle mega am Arsch gerade.
Markovic. Jetzt muss ich hier mich irgendwie ein bisschen um den Schaffer umspielen. Was tue ich da? Ah. So, Christiansen. Und der Ball ist absolut scheiße gespielt. So, Korte. Korte, Korte, Korte. Markovic! Okay, ja, warum wollte ich da auch passen? Ich bin absolut behindert. Und ich glaube, das soll jetzt rum sein, oder? Und Abpfiff, Abpfiff, Abpfiff. Ja, Abpfiff. 4-4 am Ende. Wir haben 3-0 geführt. Das kann halt nicht unser Anspruch sein hier. Wäre eigentlich das andere Tor bei uns doch gemacht. Markovic hat das erste gemacht, stimmt. Aber wie gesagt, das kann nicht der Anspruch sein. Wir sind 3-0 vorne, aber am Ende spielen wir nur 4-4. Das kann es nicht sein. Willst du mir erstmal ins Interview rein? Ja, Riccardi war krank. Ja, wir sind noch ohne Niederlage? Stimmt eigentlich. Wir haben bisher nur gegen Dresden verloren. Obwohl, nee, wir haben am Anfang noch was verloren. Ich erwarte mehr von der Abwehr. War zwar, ja, war jetzt nicht unbedingt mein bestes Spiel, vor allem defensiv. So, Kuhn geht nochmal hoch in Abschluss- und Stellungsspiel. Lindsay geht eine Gesamtstärke hoch. Aber ich glaube, schneller packe ich dann raus, wenn er 270 hat oder so. Weil dann ist er halt so richtig over the top hier. Aber jetzt simulieren wir erstmal die ganzen Spiele hier. Bis zur Wintertransferphase. Und dann gucken wir mal, was da noch so passiert in der Zwischenzeit. Ferrati will spielen. I see. Soll ich mal einen Alpha? Ja, ich kann mir natürlich mal statt Korte reinpacken. Als Flügelspieler war der bisher eh geiler zu spielen als Stürmer. Als Zehner. Und vor allem da spielt Riccardi aktuell überragend. Vor allem, die Stats von dem jetzt auch mittlerweile schon viel besser aussehen. Mafuri, die sehen jetzt halt schon besser aus, als sie am Anfang aussahen. Und jetzt glaube ich halt zwei Parts oder dabei. Sieht jetzt halt schon viel besser aus. So. 3-1, Riccardi, McLaren und Markovic treffen. Unsere drei besten Torschützen im Team. Mal schauen, wie steht es eigentlich gerade aktuell so. Wer ist aktuell noch Platz 1? McLaren, dann Markovic, beide gleich. Beide auch gleich viele Vorlagen gespielt. Wo McLaren halt noch jeweils ein Tor und eine Vorlage aus dem DFB-Pokal kommen. Und dann noch Riccardi direkt danach, der bei beiden eins weniger hat. Dann kommt Christiansen, Gönny Korte, sondern auch mit einem Scorepunkt mehr als Christiansen. Sulemani, Christian und Call gleich viele Tore. Lindsay sogar mit drei Vorlagen. Die hat Bock, der Junge. Natürlich, Kai hat auch drei Vorlagen. Ferrari hat auch drei, okay. Stark. Ja, bei Romatis hat sich wieder für eine kurze Zeit verletzt. Korte und Nina wollen spielen. So, trainieren wir nochmal eine Runde. Und dann spielen wir doch zum nächsten Spiel. Wir sehen hier, Kuhn geht immer hoch. Der wird gefühlt schon besser sein als Markovic, wenn er rauskommt aus der Jugendschule. Ist er vielleicht auch schon setzen mittlerweile? Nein, immer noch nicht. Leider. Aber er ist einfach schon 1 Million Markt wert. Der ist krank, der Junge. Der ist krank. Aber wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Chemnitz, Rückspiel vom 4-0 am Anfang der Serie. Ich glaube, zweiter Part oder so. Und McLaren, Ferrati und Markovic treffen alle drei zum 3-0-Sieg. Damit bleiben McLaren und Markovic weiterhin gleich von ihren Toren. Trainingseinheit. Schindler geht in zwei Werten hoch. Bei Romanis und Riccardi auch in jeweils einem. Weiter geht's, wir haben Weihnachten. Und wir sind im Januar. Mir gerade aufgefallen ist, so nebenbei, dass wir mit Panzo tatsächlich noch einen Spieler für die Innenverteidigung auf der Transferliste haben. Der auch, glaube ich, von der Füßigkeit, wenn man es so nennen will, sogar passen würde, oder? Jo, weil Seegard will dann rechts spielen und der Neue will dann links spielen. Und ich habe eigentlich immer noch gerne einen Linksfuß in den. Also, ich habe immer gerne einen Rechtsfuß und einen Linksfuß. Halt dann auch jeweils auf der jeweiligen Seite. Panzo kann auch Außenverteidiger spielen, ist aber nicht wirklich schnell. Hat zwar gut Sprinttempo oder so, aber ich glaube, den holen wir uns aber mal. Und dann sehen wir es gleich wieder, wenn er verpflichtet ist oder vielleicht auch nicht. Problem ist gerade, dass ich jetzt gerade eben erst gesehen habe, dass der Typ halt 1,5 Millionen Marktwert hat.
Das könnte schwierig sein, ihn zu holen. Wobei sie mit 1,1 jetzt nicht mehr so hoch ansetzen. Vielleicht kriegen wir ihn sogar für 1 Million oder so. Kriegen dann vielleicht noch Guaida verkauft oder so. Vielleicht 950 sogar? War das was? 950.000? Oder? Ja, plus 2% von mir aus. 950.000. Wir haben den einfach fast, so also ziemlich genau 500.000 ohne Marktwert bekommen. Okay. Passiert. Können wir vielleicht gucken, ob wir ein Flügelspiel im Tausch mit Guaida vielleicht dann bekommen, dass es mal ein bisschen günstiger wird. Panzo wird wichtig, definitiv. Der will sogar Schlüsselspieler sein, kann er auch gern sein. 1,85 ist vielleicht nicht unbedingt der größte Spieler, größte Innenverteidiger. Aber eben ein deutliches Update, dann um 4 Punkte oder so in der Innenverteidigung. Und dafür kann man auch mal ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Wir bieten ihm 3000 Gehalt. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich will, dass er annimmt. Und wir haben Panzo verpflichtet. Hat, wie wir wissen, eine 67er Gesamtstärke. Und steht jetzt hier in der Innenverteidigung. Neben Segert. Man würde ich sagen, ich guck mal noch, ob ich um ihn verkauft bekomme für einen neuen Linksflügel, weil ich will eigentlich nicht jetzt den Ferrari spielen lassen. Er kann eigentlich nicht wirklich das spielen, aber von Sets her kann er das spielen. Aber ja, ich will eigentlich einen richtigen Linksaußen haben. Und von den Preisen her passt halt keiner, den wir da auf der Wunschliste haben. Ich höre natürlich, ob ich irgendwie Saka ausleihen könnte oder so, das wäre jetzt schon cool. Oder irgendwie Carbonero oder irgendwie einen von den schnelleren hier. So ein Carbonero ausleihen wäre halt schon was. Soll ich es probieren? Ich probiere es auch mal. Nein. Saka kann man natürlich dann auch probieren. Wobei ich auch nicht weiß, ob Arsenal unbedingt in die dritte Liga ausleihen will. Aber vor allem, weil der ja teilweise sogar schon in Real Life. Nee, ich wollte nicht 2 Jahre machen. Ich wollte nicht 1 Jahr machen. Bei 2 Jahren nehmen die ihn oft nicht an. Jo, machen wir mal 40-60. Das ist mein Arsenal. Die haben doch das Geld. Die juckt die auch nicht, ob die mal ein bisschen mehr Gehaltsbudget zahlen müssen. Was uns halt schon ein bisschen mehr juckt. 45% vielleicht irgendwie. Jo, und der Emery ist einverstanden. In Real Life ja gar nicht mehr Trainer von denen. Wie sieht's aus mit Saka? Hat der Bock? Saka hat keinen Bock, okay. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen ranhocken und gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie einen Linksaußen hinbekommen. So, ich habe jetzt mal eine kleine Liste gemacht. Plus hier Bida, der war halt auch noch irgendwie dabei, auch wenn der hier nur Stürmer ist oder dann auch LM spielen. Ich will jetzt mal alle scouten und die Sache ist, da sind ein paar dabei. Also entweder halt Spiele, die saugünstig zum Kaufen sind. Oder irgendwelche, die man vielleicht ausleihen könnte. Zum Beispiel so ein Jastrzębski, der ist halt. Ich weiß nicht, wie man den so ausspricht. Der ist halt viel zu teuer. Aber man könnte ihn halt vielleicht ausleihen. Dann hat man halt einen richtig guten Linksaußen direkt. Bei anderen ist halt oft so, dass die dann wahrscheinlich so mit einer 62, 63 zu uns kommen würden. Und dann halt erst noch ein bisschen trainiert werden müssen, damit sie überhaupt auf die passende Gesamtstärke kommen. Aber ich lasse jetzt mal scouten, dann sehen wir uns da wieder. Nebenbei wird noch Benjamin Engel zu Vitória Constanța ausgeliehen. Und Silas Schwarz, so wie es aussieht, zu Livingston. So, die Sache ist, die Spiele sind noch nicht fertig gescoutet, aber hier ist schon fliegen Mappen, weil ich dann wahrscheinlich gleich simulieren werde. Ich verrate ihn immer noch als Linksaußen eingesetzt gerade, wobei der da jetzt nicht mehr so schlecht gespielt hat, die letzten Spiele. Markovic, Lindsay und Berio Martins. Ich glaube, Berio Martins, da sehe ich mit seinem ersten Treffer. Fürs Team und Schwarz ist auch ausgeliehen jetzt. Mal noch kurz Trainingseinheit. Schindler können wir jetzt nur mal rauspacken. Da will ich jetzt hier mal. Wie haben wir den hier so? Panzer haben wir, aber den müssen wir jetzt nicht unbedingt trainieren. Ja, Lang können wir natürlich trainieren, unseren quasi Backup-Keeper jetzt. So, Kuhn geht einfach auf 65 hoch. Da ist, glaube ich, eine oder zwei Samtstärken unter Markovic. Und ich glaube, den Rest lassen wir mal selbst machen, damit er jetzt nicht direkt so komplett overpowered ist. Und die Spiele sind fertig gescoutet, so wie es aussieht. Aber ja, alle fertig gescoutet. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das so abgeht. Ich werde wahrscheinlich mal alle mal durchgehen, was man mit denen so machen kann. Und melde mich dann wieder. Und tatsächlich, ich habe gar nicht, nachdem die Teil direkt durchgegangen ist. Also ich habe, das heißt, hab nur 35% Gehalt oder so. Die hatten richtig Bock auf die Laie. Und anscheinend das schon Szymski auch. Denn der ist ausgeliehen. Und der ist halt nochmal richtig schnell. Und der ist halt schon mal eine ordentliche Verstärkung jetzt fürs Team. Der ist jetzt 1 Jahr ausgeliehen zu uns. Wird bis dahin wahrscheinlich auch schon irgendwie eine 74 oder so haben. Und ich
glaube, dass der auch eine Freigabesumme hat, wenn ich es richtig eben noch richtig gesehen habe. Kann man sich den dann vielleicht richtig günstig gönnen. Und den so als den so hin oder Offensive zu haben mit seiner Geschwindigkeit. Mir gefällt die Offensive gerade richtig gut, muss ich sagen. McLaren ist halt ein absolut krank, aber der ist halt jetzt immer richtig schnell daneben. Aber das ist auch gut Sprungkraft. Bei der Körpergröße kann man da vielleicht auch mal Kofferraum mit dem machen. Und da jetzt das komplette Geld quasi weg ist, wenn man schaut, werden wir jetzt aber auch nicht mehr groß aktiv, weil ich will auch noch Jugendspieler verpflichten. Ist ja so. Heißt, man schaut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann noch wieder das Transfer-Deadline, der ausgeht. Bis zum nächsten Mal und lass mal ein Like da. Ciao.